beschäftigt war, wohlbemerkt in der Zeit, in der die drei von der Bildfläche angeblich verschwunden waren und mordend und raubend durch die Bundesrepublik gezogen sind. Übrigens, die Belegschaft dieser Baufirma war eine reisende Neonazi-Truppe, die rein zufällig zu den Zeitpunkten der Morde, die in Bayern verübt wurden, dort Bauaufträge hatte. Und diese glaubhaften Zeugen haben uns auch vermittelt, dass Beate Zschäpe in einem weiteren Unternehmen dieses zentralen V-Mannes des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der in Zwickau seinen Hauptsitz hatte, den Wohnsitz auch des Trios, Beate Zschäpe dort regelmäßig mindestens zu Gast war, wenn nicht gar als Aushilfe beschäftigt. Es stellt sich also wieder die Frage, was wussten die Ämter für Verfassungsschutz und gegebenenfalls andere Behörden in der Bundesrepublik über den Verbleib, die Vorhaben des Trios und gegebenenfalls auch über das sie tragende Netzwerk. Und damit bin ich beim nächsten Ergebnis dieses Untersuchungsausschusses. Sie waren quasi umringt von einem ganzen Netzwerk von V-Leuten der Ämter für Verfassungsschutz.